and happy Sunday. Ja, ich lieg hier in meiner aufblasbaren Lounge und kreiere und manifestiere vor mich hin. Und da wollte ich euch mal ein bisschen teilhaben lassen, weil das offensichtlich immer noch so eine Art Schwierigkeit bedeutet. Dabei ist es so einfach. Und auch wenn ich das in meinen Coachings erkläre, sagen, das kann doch nicht so einfach sein. Aber es ist wirklich so einfach. Und zwar, ja, was hast du? Was hast du zur Verfügung? Du hast nur den gegenwärtigen Moment zur Verfügung. Du hast nur jetzt zur Verfügung. Das ist alles, was du hast. Und die meisten Menschen sind absolut Spezialisten da drin, sich den gegenwärtigen Moment zu versauen mit Gedanken an die Vergangenheit, mit Gedanken an die Zukunft, wo sie dann halt denken, oh, das hätte ich so gerne, aber ich kann es nicht haben und wenn ich hätte, ich könnte, ich wäre ich und so weiter und so fort und schon ist der gegenwärtige Moment total versaut. Aber wenn du etwas anderes haben willst oder wenn du etwas Spezielles haben willst, dann musst du folgendermaßen vorgehen. Und zwar musst du in den gegenwärtigen Moment clean reingehen. Du musst dir einfach mal komplett bewusst werden, um was es eigentlich geht. Wenn du in dieses Jetzt, in diesen jetzigen Moment eintrittst und sagst, okay, ich habe nur den gegenwärtigen Moment und ich bin grundsätzlich, das ist alles, was ich habe und ich bin von nichts getrennt, weil da draußen ist ja das Universum mit den unbegrenzten Möglichkeiten, respektive nicht da draußen, sondern in mir drin, respektive ich bin das Universum der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich muss mir nur eine rauspicken, die mich gerade interessiert, die mich gerade begeistert und diese Möglichkeit, die muss ich zu mir herziehen, respektive die muss ich kreieren, so wie Dr. Joe Dispenza sagt, die klare Vision der Zukunft, so, damit ich von dieser Vision, also respektive mein Körper, von dieser Vision angezogen werden kann. Und die meisten nehmen sich einfach überhaupt nicht die Zeit, sich da klar zu werden, wie so eine Vision der Zukunft aussieht. Und ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel. Stell dir vor, du willst finanziell frei und unabhängig sein. Okay, was bedeutet das? Und da gehst du jetzt rein in dieses Gefühl und überlegst dir, okay, ich bin absolut frei finanziell. Ich habe überhaupt immer Geld für alles, was ich möchte. Ich habe Geld für Notfälle, ich habe Geld für tolle Autos, ich habe Geld für Urlaub jederzeit, ich habe auch Zeit, weil das gehört ja auch dazu, oder? Viele haben das Gefühl, Zeit und Geld, das schließt sich aus. Nein, also ich habe Zeit, ich habe Geld. Wie würde das aussehen für mich jetzt? Hier zum Beispiel ich in dieser Lounge, oder? Ich kann alles machen, was ich will. Ich habe überhaupt keine Einschränkungen für meine Vorstellung. Und wie würde das aussehen, wenn diese Situation jetzt eingetreten hat? Wie würde ich mich fühlen? Wo würde ich leben? Welche Gedanken würde ich denken? Welche Pläne würde ich schmieden? Welche Entscheidungen würde ich fällen? Und wie fühlt sich das an? Und ich muss mir immer bewusst sein, dass das, was ich hier und jetzt fühle, denke und handle, hallo Sandy, das ist wirklich das, was meine Zukunft anzieht oder was mich in meine Zukunft zieht, wenn ich mir das vorstelle, wie so ein Sog, oder? Ich kreiere einen Sog mit dem, was ich denke, fühle und handle. Und ich mache das ja jeden Moment, aber ich muss mir irgendwann mal die Zeit nehmen und das lernen, wie dieses neue Ich funktioniert. Ich muss das auskundschaften. Ich muss in verschiedene, mit meiner Vorstellung in verschiedene Lebensbereiche reingehen, meines neuen Ichs. Und ich muss das verfestigen und ich muss das kreieren nach und nach. Und zwar kann ich da nicht irgendwelche Begrenzungen reinlassen. Ich kann nicht irgendwie sagen, ja, wie soll denn das gehen? Oder das hat ja bis jetzt noch nicht funktioniert. All solche Gedanken haben in meiner Kreationsphase überhaupt nichts zu tun.
Und das ist mal ein Punkt, oder? Da muss ich üben, 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 mir klar werden, Klarheit schaffen. Lernen, so zu denken wie ein Mensch, der dieses Leben führt, das ich gerne führen möchte. Und das ist das eine. Und das andere ist, ich muss mein klares Lebenskonzept haben. Ich brauche meine Lebensgrundsätze. Und ein Lebensgrundsatz zum Beispiel ist, ich kann grundsätzlich alles haben, was ich will. Und da passt nicht so ein Gedanke dazu, der zum Beispiel sagt, oh, ich fühle mich so einsam. Oder warum liebt mich XY nicht oder keine Ahnung. Solche Gedanken haben da überhaupt keinen Platz. Sondern dein Lebenskonzept muss dir sagen, alles kann ich haben, was ich will. Das Leben muss nicht schwer sein. Mein Leben ist leicht. Ich entscheide mich dafür, dass sich mein Leben gut und glücklich anfühlt. Ich entscheide mich für Zufriedenheit, ich entscheide mich für Gesundheit, ich entscheide mich für Freude. Das sind klare Entscheidungen, die du triffst. Und wenn du dann halt irgendwie eine längere Zeit in einem Frust oder in einer Enttäuschung oder unglücklich dich fühlst, dann hast du eine andere Entscheidung getroffen, da musst du dir bewusst sein. Da hast du dich entschieden, dass du gefrustet bist. Du hast dich entschieden, dass du dich einsam fühlst. Und ich sage, unsere Gefühle sind Entscheidungen. Das ist das Number One, und zwar Entscheidungen für. Und dann kommt eine ganze Liste. Und das sind deine Lebensgrundsätze, die dir sagen, ich kann entscheiden, was ich will. Dein Lebensgrundsatz ist, das Leben muss nicht schwer sein. Dein Lebensgrundsatz muss sein, jeder kann alles haben, was er will. Dein Lebensgrundsatz muss sein, alles kann heilen. Und so weiter und so fort. Diese Lebensgrundsätze sich mal klar zu machen und die sich aufzuschreiben für sich selber. Und jeden Moment, wenn ich merke, ich lebe nicht nach meinen Lebensgrundsätzen, dass ich dann da auch wieder die Richtung ändere. Das sind so wichtige Dinge, die sind permanent zu tun. Und die von euch, die mit Dr. Joe Dispenza arbeiten und Meditationen nutzen, um sich neue Potenziale, neue Realitäten vorzustellen. Ich gehe hier wirklich einen Schritt weiter. Dr. Joe Dispenza sagt, ja, das Ziel wäre Meditation mit offenen Augen. Und für mich ist das Ziel Meditation, meditativ, dass ich eigentlich die Person immer bin, jeden Moment, die ich in meiner Meditation bin, dass ich mir erlaube, jeden Moment mich so frei, mich so offen, mich so angekommen, mich so verbunden zu fühlen, jeden Moment. Und auch das ist eine Entscheidung, oder? Wenn du dich entscheidest, ja, das kann ich nur in der Meditation fühlen, dann entscheidest du dich dafür. Ich habe mich dafür entschieden, ich brauche keine Rahmenbedingungen, um mich so zu fühlen, wie ich in den Meditationen kennengelernt habe. Dafür habe ich mich entschieden. Und ich entscheide mich auch weiterhin, für diese komplette Möglichkeiten, die da sind. Und wenn ich Begrenzungen merke, dann entscheide ich da um. Und das machst du am Anfang, machst du das auf ein Blatt Papier, weil du das aufschreibst und umschreibst. Aber irgendwann mal wird es ein Automatismus. Wenn du sowas merkst, dass sich das schlecht anfühlt, dann entscheidest du das um, weil du kannst ja entscheiden, was du möchtest und nicht das, was du gelernt hast oder was andere entscheiden. Und du kannst immer noch entscheiden, was du willst. Das ist ja das wahnsinnig Tolle. Aber diese Freiheit und diese Kraft der Entscheidung, die nutzen wir falsch, oder? Wenn du dich entscheidest für etwas und dann bleibst du felsenbeinfest dabei, dann muss das eintreten. Aber wenn du natürlich entscheidest etwas und sagst, es muss aber durch die Bedingungen und auf diese Art und Weise und der Person und so zu mir kommen, dann schränkst du dich ein, oder? Dann machst du aus unendlichen Möglichkeiten machst du ein ganz klitzekleines Nadelöhr und dann sagst du, da möchte ich das durchhaben. Ja, dass es dann länger dauert und dass es dann schwieriger wird, zu den Sachen zu kommen, die du möchtest,
respektive, eigentlich geht es ja nur darum, du möchtest zu einem Lebensstil kommen, den du möchtest, zu einem Grundgefühl kommen, zu dem du möchtest, oder? Es geht ja gar nicht um das Wie, wenn du dir mal bewusst wirst, dass es doch eigentlich egal ist, wie das Zeug alles zu dir kommt. Hauptsache, du fühlst dich so, Hauptsache, du lebst so, Hauptsache, es ist dein freier Seinszustand. Und wenn du das begreifst, dann lässt du die Einschränkungen fallen und das hat unendlich viele Möglichkeiten, wie dieser Zustand zu dir kommen kann. Und das ist einfach so eine wichtige Sache, die man immer machen muss, jeden Moment. Und auch, ich weiß nicht, die von euch, die den Livestream gesehen haben von Dr. Joe Dispenza von Edinburgh, da hat er so einen kleinen Exkurs gemacht und hat erzählt, wie er Karten spielt mit seinen Freunden. Und wie er erzählt hat, ja, und er hat die ganze Zeit ein Ass nach dem anderen geschmissen und hat das ganze Kartenspiel gewonnen die ganze Zeit, weil er die Realitäten gewechselt hat. Er ist in and out, hat er gesagt, rein und raus. Er war wieder am Kartentisch, dann war er draußen in der Realität, wo er den Kartenzug oder wie man das halt nennt, schon gewonnen hat. Und hat sich damit verbunden, hat sich mit der Realität verbunden, wie sich das anfühlt, wenn er jetzt die richtige Karte hat, wenn er den Stich macht, wenn er die Runde gewinnt etc. und springt wieder zurück in die Realität. Und das, genau um das geht's, oder? Wir können unsere Realitäten jeden Moment ändern, wenn wir wollen, wenn wir bewusst sind. Wenn wir bewusst sind, in welcher Realität wir leben. Und wenn uns ein Teil dieser Realität nicht gefällt, dann springen wir da raus und bleiben in einer anderen Realität. Das können wir einfach machen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, oder? Dr. Joe Dispenza unterrichtet das nicht, aber wenn ihr so da Feinheiten hört, der macht das die ganze Zeit und daher kommt auch diese Box-Meditation. Aber ich brauche nicht eine anderthalbstündige Box-Meditation, um eine Realität zu ändern, sondern ein Schnipp. Ein Moment ergibt den anderen. Ich habe nur den Moment. Und ich brauche nicht endlos viele Momente aneinander zu reihen, um von einem Moment zum anderen zu kommen. Ich brauche nur eine Entscheidung und einen Shift in meinem Seinszustand. Und das muss ich halt üben. Das kann ich auch hier üben, am Comersee, in meiner Lounge, im Schatten. Und finde, ich arbeite gerade, oder? Ich kreiere, ich arbeite. Und das macht mir aber total Spaß und ja, das fühlt sich super an. Und das wollte ich heute mit euch teilen, wenn ihr auch irgendwo in der Sonne liegt oder euren Lazy Sunday habt. Und ja, aber macht doch Freude, kreiert irgendwas Nettes und schaut nicht, wo es ist, sondern freut euch einfach an der Kreation, dass ihr da jetzt, das ist doch genauso geil. Letztendlich kommt es doch nur auf den Weg an, weil das Ziel verschiebt sich ja immer wieder mit dem Weg, oder? Das ist unsere Reise und die darf doch grandios sein. Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss. Schönes Happy Creation. Bye.